Ein Mensch? Hier? Ich sehe Sie nicht. Sie sehen mich nicht. Ich sehe Sie nicht. Hört ihr? Ich rede mit euch. Was? Ah, nein. Lasst mich. Niemand tut euch etwas zuleide, guter Mann. Ich will nur... Niemand? Etwas zuleide? Ha, ihr könnt sie nicht sehen, aber sie sehen euch. Oh, und Leid ist ihr Handwerk. Was sind das für Kreaturen? Schatten. Das Schwert war ihr Tod und ihre Heimat. Jetzt sind sie frei. Der Engel verliert seine Macht. Ich konnte sie sehen, solange ich noch meinen Ring hatte. Aber sie verfolgten mich. Wohin immer ich ging, nie war ich sicher. Also habe ich den Ring zerstört. Seither kümmern sie sich nicht mehr um mich. Warum seid ihr hier? Ich war ein Diener des Engels, ein Sklave, verdammt dieser Kreatur, jeden Wunsch zu erfüllen. Gemeinsam mit ihm wachte ich über das Schattenschwert. Aber als die Schatten begannen, die Barrieren, um das Schwert zu durchbrechen, floh ich hierher. Der Feuerengel verstieß mich als Feigling und überließ mich den Schatten als Beute. Aber ich habe den Ring zerschlagen und bin seitdem unwichtig für sie. Nun muss der Engel sich selbst mit ihnen befassen. Was wisst ihr über die Schatten und das Schwert? Nur der dunkle Meister selbst weiß, woher das Schwert kam. Man sagt, es sei nicht von dieser Welt und es sei die einzige Waffe, die den Meister verletzen kann. Deshalb versteckt er es hier. Die Schatten sind die einstigen Opfer des Schwertes. Sie fristen ein unheiliges Dasein in seinem schwarzen Kristall. Viel Unheil muss mit diesem Schwert geschehen sein. Wie viele Heerscharen sind dieser Klinge zum Opfer gefallen? Wer weiß, ob wir je die Geschichte dieser Waffe erfahren. Kann man sie mit diesem Ring sehen? Ja, der Schattenring verleiht diese Gabe, aber er zieht sie auch magisch an. Wer ihn trägt, muss unweigerlich gegen sie kämpfen. Wenn sie zu sehen sind, kann ich mich wenigstens verteidigen. Oh, ihr wollt den Ring, nicht wahr? Aber ich habe ihn entzweigeschlagen. Einen Teil trage ich bei mir, aber der andere... Lasst mich überlegen... Ja, mein altes Lager. Dort zerbrach ich den Ring. Dort muss er liegen. Wenn ihr mich dorthin begleitet, könnt ihr ihn haben. Aber passt auf, mich ignorieren sie, euch nicht. So sei es. Geht voran. Ich passe schon auf. Okay. Ja, vorwärts. Wollen wir das aber schon? Ich will erstmal hier hoch. Und los! Werd ich hier weiter baue. Meister! Und wir bald genug Munzel. Ich gehorche, Meister, ich bin unwürdig. Dritten Bulk an Hammocks zusammen haben. Die dann gut sind, um das Ding zu verteidigen. Bin mal echt gespannt, wie gut sie ihn ignorieren werden. Ja, ich will gucken, was oben auf dem Berg ist. Ich will wegen dem Ben hier gucken. Für die Ehre. Im Augenblick ist es sowas von verdammt. Für die Ehre. Lassen wir sie nicht warten. Ich weiß halt gerade echt nicht mehr, ob es... Meister, 3 oder 4 Bandfeuer. Das Gebäude ist fertig. Meister. Ich könnte schwören, das waren 4. Das Gebäude ist Habt fertig. Geduld, Meister. Verstanden, Meister. Bereit. Vorwärts. Naja, Mondsilber wird jetzt gerade Mangelware. Vorwärts.
Bringt den Schattenring in euren Besitz. Der Schattenring des Einsiedlers scheint die Lösung zu sein. Mit ihm können die Schatten sichtbar gemacht werden. Versucht ihn in euren Besitz zu bringen. Auf meinen Befehl. Mir. Es Schnell. Könnte halt sein, dass der letzte... Das letzte Leuchtfeuer... Ich bin unwürdig. War. Das ist leid. Wie kann ich dienen? Danke. Auf meinen Befehl. Schnell. Sofort. Mir nach. Folgt mir. Folgt mir. Sofort. Na ja, gut, hier geht's jetzt erstmal. Sofort. Preis. Ich habe auch keine Ahnung mehr, was der Mann hier macht. Folgt mir. Schnell. Was brennt hier? Ach, das ist die. Ja, vorwärts. Folgt mir. Also, wenn ihr es nicht gerade selber herausfindet, das ist die Karte von Fastholm. Hier sind wir reingekommen, hier ist die obere Stadt, hier ist die untere Stadt. Den Pass haben wir blockiert und hier hinten irgendwo Schnell. Haben wir gegen den... Da kommen sie. Ich wusste, sie würden kommen. Folgt mir. Sofort. Tut mir leid, Kumpel. So wollte ich dich nun auch nicht im Stich lassen. Okay, wahrscheinlich, wenn wir den Dinger einsetzen, sollte hier oben bei Fastholm das Licht aufgehen. Gucken wir mal. Und ja. Er ist tot. Shit happens, oder? Ich bin unwürdig. Bin schon da. Meister? So, das heißt, hier oben ist als nächstes dran. Für die Ehre. Und ja, Kriegsherrn. Lieber nochmal 10 Havocs für hier oben. Sobald wir sie uns leisten können. Ja. Folgt mir. Und ja, wenn wir schon hier sind, dann gucken wir auch mal nach da unten. Vorwärts. Also hier den Weg erstmal weiter. Auf mein Kommando. Mir nach. Und ja, wir werden den Einsiedler doch erstmal in Ruhe lassen sollen. Sofort. Schnell. Sofort. Für die Rune! Schließ die rein! Feindlicher Angriff! Hier. Mir nach! Und los! Was machst du? Ein gewaltiger Stein, der über...
über und über mit Flammensymbolen verziert ist. Eine Runeninschrift. Empfange die unheilige Flamme Zarachs. Ah, okay, jetzt weiß ich wieder, für was auf der mein schnell. Das Ding gut ist. Sofort. Ach, in ein Obelisk muss ich das einsetzen. Hier ist aber keiner. Auf mein Kommando. Und los! Schnell! Also ja, der muss ein ziemlich zwistiges Leben geführt haben. Vorwärts. Folgt mir. Auf meinen Befehl. Mir nach. Ich bin unwürdig. Das ist leicht. Bereit. Und los. Und los. Schnell. Okay, da ist sofort. Der Letzte. Wie kann ich dienen? Habt Geduld, Meister. Auf meinen Befehl. Sofort. Folgt mir. Mich würde aber jetzt gerade gerne mal interessieren, wo dieser blöde Obelisk und los rumsteht. Und los. Was verlangt ihr? Ja, Meister. Wirklich gesehen habe ich den nämlich auch noch nicht. Ich kann mich auch gerade nicht mehr daran erinnern, wo er war. Gut, ich weiß, hier ist die Schattenklinge. Ich bin sicher, wir finden den doofen Obelisk irgendwo. Könnte auch sein, dass er da hinten ist. Auf mein Kommando. Also ja, zur Schattenklinge runter gehen wir jetzt erstmal nicht. Sondern wir gehen sofort hier hin. Alles, was ihr wünscht. Verstanden, Meister. Was verlangt ihr? Ja, Meister. So. Mehr Türme. Mehr Hellbox. Und ich muss sagen, gerade ist wirklich ruhig. Sag bloß, ihr habt hier drüben nichts mehr und geht da deswegen. Ich könnte jetzt. Nein, könnte ich nicht. Brauche ich noch ein bisschen Nahrung. Was verlangt ihr? Danke. Ich bin unwürdig.
Ich gehorche, Meister. So, jetzt ist es aber mal wieder an der Zeit, einen Cut zu machen. Machen wir den am besten hier. Let's Play überschreiben. Und dann sehen wir uns gleich wieder.